Verdammt, Klee ist schon echt eigentlich ein ganz cooler Charakter, ne? Ich würde sie am liebsten schon bloß deswegen ha gern haben, Alter, weil sie halt einfach, wie sagt man am besten, ein Herz allerliebstes. Ne, aber ernsthaft, ich würde sie einfach nur so gern haben, aber dafür einen Haufen Gems Urgesteine ausschmeißen, Alter, oder um die Gebete zu kaufen, nie. Weil ich würde sie nie spielen, weil mir gefällt ihr Kampfstil nicht. Oder ich komme damit einfach nicht klar. Kann natürlich auch sein, aber ich habe halt nicht noch, ich habe ja an sich noch nicht viel mehr gespielt. Es sind ja jetzt auch einige neue Charaktere angekündigt worden, ne? Für Inazuma. Da ist jetzt die Frage: Kommen die alle mit Inazuma gleichzeitig, wenn das dann vielleicht oder wahrscheinlich oder so, kann sein mit 1.7 kommt? Weil mittlerweile ist ja sowieso alles unsicher. Wobei ich gehört habe, dass die Beta von 1.7 ja eigentlich laufen soll gerade. Machen wir das in der nächsten Folge? Ach komm, geh mal rein. Lisa? Ah, endlich ist sie mal da. Happy Birthday. Birthday. Oh, well, if it isn't Cutie, Paimon and Klee. What brings you to the library all of a sudden? Wir möchten dich etwas fragen. Miss Lisa, can you help Klee find an archipelago? An archipelago? Dodo King told Klee to go to the Golden Apple Archipelago so he can challenge Klee. Don't worry, Klee. Let Paimon explain. Lisa, it's like this. Du erzählst Lisa alles, was du über den Brief und das Archipel weißt. Let me get this straight. To determine if Klee is worthy of becoming Dodoko's family, the ruler of the Dodo clan, Dodo King, wrote a letter to Klee, summoning her to this Golden Apple Archipelago to be judged. Does that sum it up? Yes, I have to go. And you cuties sought me out to help Klee find the location of this Golden Apple Archipelago, correct? Das ist richtig, du bist einer der klügsten Menschen im Mondstadt. How sweet of you to say. Then I have no choice but to assist you in earnest. Klee, can you show me that letter? Okay. Hmm. Though there's little information written upon the letter, have you all tried any other methods? Other methods? The letter contains faint elemental traces that seem more like a hint than anything else. Maybe try using your elemental sight. All right. Why didn't we think of that? Let's take a look. Weißt du was, wäre mir lieber, wenn... Weißt du was, wäre mir lieber, wenn sie die Augen einfach nur irgendwie leuchten lassen würden, grün oder so. Auf der Rückseite des Briefes ist etwas erschienen. Most of the content on the reverse page was applied via elemental power. What an interesting approach. Here's a pen. Cutie, can I trouble you to copy down what you see with your elemental sight? Ach stimmt, ja, viele haben diesen Blick gar nicht. Oder eigentlich fast alle? Oh, da war irgendwas gestanden. Oh, Alter, das ist eigentlich eine große Insel, so wie es ausschaut, ne? Vielleicht wirkt es auch nur so. Also warte, ich muss nochmal weiter drücken. The information on the reverse page is now clear. This drawing is likely of the Golden Apple Archipelago you've been looking for. Das macht mich fertig. Golden Apple Archipelago hört sich einfach so komisch an. A ton of small islands floating by themselves in the water without being anchored to any land. It's almost like they popped up from the seabed. Like they appeared out of thin air. Hmm. Paimon, you might be right. I don't understand what you mean. I've read every single book within this library's walls. Similar islands have been mentioned in some of them. A mysterious archipelago enveloped by storms and dense fog, belonging to no nation. That which is outside cannot enter, nor can anything inside leave. Only those who are chosen may enter its territory. Many years ago, a fleet from Mondstadt encountered some islands at sea. Reportedly, there were torrential rains and howling winds. The sailors could hardly discern land through the thick fog. The islands weren't far, but no matter how much they sailed, they never grew closer. The sailors were initially confused, but then became terrified, as they believed they were hallucinating. Whoa! Talk about mysterious!
mysterious and creepy. Unfortunately, the books do not record the location of these islands. I'm afraid that if you want more information, you'll have to find someone more knowledgeable than I. Aw, and Paimon thought Lisa would be the expert on this kind of thing. I am but a librarian who prefers to stay inside with her books. Klee, do you really want to go to those islands? It might be a very scary place. Yes, I want to go. My, how brave. Far be it from me to scare a child. But Klee, you really should take someone with you, just in case. Someone reliable, like my cutie over here. Klee, you're not scared? I'm scared, but not being able to be Dodoko's family is even scarier. Wer zur Hölle ist eigentlich Dodoko, wenn es nicht das Plüschviech ist? Dodoko is very important to me. I won't lose to Dodo King. I'll need to ask for some time off so I can go to the Golden Apple Archipelago and find Dodo King. Time off? That's right. I'm a knight of Favonius. Master Jean told me that if Klee wants to go someplace far, then she has to ask for time off. You're gonna ask for time off. Now? We still don't even know where these islands are! Cutie, judging by the look on your face, you have an idea, don't you? Ich habe einige beeindruckende Freunde in Mondstadt. It'll be up to you to get Jean's approval. I'll stay here and silently cheer for you all while enjoying a book and some tea. Die Lisa, Alter. Ich werde euch anfeilen, während ich es mir gut gehen lasse. Oh, Babsi ist auch da. Master Jean, I want to ask for some time off because I want to go somewhere. Na? Klee? Oh, and it's the honorary knight in Paimon as well. It's been a while, everyone. How have you been? Barbara's also here? How rare. Haben wir einen schwesterlichen Moment unterbrochen? Oh, of course not. Klee, why are you requesting time off all of a sudden? Paimon, los geht's erklären. Klee is going to the Golden Apple Archipelago to meet the Dodo King, or else you'll take Dodoko away. Dodo King? Take Dodoko away? He doesn't think that Klee is worthy of being part of Dodoko's family. I need to prove myself. Mr. Honorary Knight will help me, right? Warte, ich kann da noch ein Buch mitnehmen. Traveler, Paimon, is this so? Klee hat die Wahrheit gesprochen. I've never heard of the Golden Apple Archipelago. Where is it? I've also never heard of it. Me either. But Miss Lisa said that someone must know. So it's a place that even Lisa doesn't know? Ja, aber ich habe eine Vermutung. I see. From what you say, it seems to be quite a mysterious place. I sincerely apologize, but I cannot approve Knight Klee's request for time off. Huh? But why? I must go! Even if these mysterious islands do exist, we cannot determine if they are safe or not. I cannot allow you to journey into a potentially dangerous place. But... if I don't go, Dodoko will be taken away. I don't want to lose Dodoko. Oh, Klee. Moreover, how do you intend to reach the islands? Without a safe and reliable plan drawn up, I'm afraid I cannot give you my approval. Was? Zwinkert Barbara mir zu? Outside. Okay. Can you think of a way to get to the islands? Wendy, der Bade, weiß vielleicht einen Weg. Paimon also thought of him just now. We're on the same wavelength, as expected. Fenty? Oh, he's a magical bard that Paimon calls Tone Deaf Bard. Can he help me? He's our friend, so he'll definitely help. If he's a friend of the Honorary Knights, then things will work out for sure. We all know how reliable the Honorary Knight is. How about this? I'll try to persuade Master Jean. You all know she's a serious person, so I think it might take some time. Klee, trust me, okay?
I'll do everything I can to help you. Okay, I can wait. Wonderful. Tomorrow afternoon, let's all meet at the plaza outside the cathedral. I'm sure I'll have some good news. Oh, just leave it to me. You're so dependable. Do your best, Barbara. Okay, auf zu Wendy. Warte bis zum nächsten Tag und geh zum Platz 12 bis 18 Uhr. Ich dachte, ich soll mit Wendy reden. Hm. 12 bis 18 Uhr. Wollen wir wetten, ich bin kurz nach 19 Uhr? Oh shit, es ist früh morgens um 6. Warte mal, 12 war, ne? So. Wo halt war der Platz unten, ne? Es geht zum Platz. Platz da, hier komme ich. Hä? Hier ist niemand. Bin ich jetzt bescheuert? Wo muss ich hin? Zwölf bis 18 Uhr. Ach Gott, bis zum nächsten Tag. Ja. Na. Ah. So. It's time. Let's meet up with Barbara and Clea at the plaza. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt plötzlich sagt sie. Ich meine, das war. Ach, okay, hör mal auf. Kann nicht drüber nachdenken, einfach weitermachen. Oh, ich wette ja was, dass die jetzt im oberen Platz sind. Ja, ich hab's doch gewusst, ihr. Ich fühle mich leicht verarscht. Aber nur ganz leicht. Nein, eigentlich fühle ich mich total verarscht. Jean, Klee, Babsi. Fehlt bloß nur der Mal da mitten. Lass mich raten, Jean kommt mit. Sonst hat sie kein neues Outfit. Oh, Jean ist doch hier. Yes, it's a long story. Barbara and Lisa have both spoken to me, and there is something that I've realized. Regardless if I approve it or not, Clea will go where she wants to anyway. This is how it has always been. We all know Clea. Rather than have her run headlong into danger, it's better to agree to her request. Knight Clea, your request for leave has been approved. Wow, I am so excited! However, there are conditions. In exchange, I will be accompanying everyone to this letter's Golden Apple Archipelago. As for the Knight's affairs, I have entrusted them to Kaya. Work has been busy and I shouldn't leave, but I wouldn't be able to stop worrying about Clea. So, please allow me to travel with you. Oh, nein, abgelehnt. There won't be any problems if Master Jean comes with us. Big sis, I mean, Master Jean also suggested that I come along. Barbados forbid, but I can assist if someone needs medical treatment during our journey. We're so lucky to have Barbara too! Where is Barbara? Master Jean, you two are so nice! I promise I'll behave! Clea, you always say that. I hope you will abide by your words this time. Lisa heard that I wanted to accompany everyone to the islands, so she prepared this pouch. Supposedly, opening it will reveal a new way. New way? You mean a way to keep Clea out of trouble? She said not to open it until we've reached the islands. I think it might be something to use in case of an emergency. As expected of Miss Lisa, she's been thinking of us this whole time. Anyway, our next step is to find the bard, right? I just asked the people nearby. They said that he hasn't performed at the square today and that he likely went to Windrise.
What are we waiting for? Let's head to Windrise and find Tone Deaf Bard. Tone Deaf Bard, Alter. Das hört sich immer irgendwie eher wie eine Beleidigung an, Alter. Ich meine, klar, so ist es auch gemeint, aber... Oh, da gammelt er wirklich rum. Hey, Venti, was geht ab? Warte, kurz noch Zeug einkassieren. Hier. Da ist ein... Venti, we found you! Hm? If so many people are looking for me, then I suppose it is something important. Venti, kennst du den Goldapfel-Archipel? Oh, yes, that place. Congratulations, you found the right person. Wow, 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 you really do know. So, now they're called the Golden Apple Archipelago, huh? They used to be known as the Har Islands. They're located on a stretch of sea that's particularly difficult for the average person to reach. Not to mention, the area has strong storms and thick fog year-round. Ships can hardly approach the island, let alone dock. Why do you guys wish to go there? I'm going there to meet Dodo King. He said he wants to test Klee to see if she's qualified to be Dodo Core's family. Hmm. Are you nervous? A little, but I will not give in. Master Tone Deaf Bard, you must help us. Master Tone Deaf Bard? Interesting. I like it. Paimon, du bist kein guter Einfluss. Is this Paimon's fault? Ja. Fear not. Since you wish it so, Master Tone Deaf Bard will lend a helping hand. Could you really help us? Of course. In this world, what is more pure and free than the wish of a child? Holen wir mal schnell Dwalen und fliegen hin. What a beautiful sound. Huh? Is the wind picking up? Wait just a moment. He'll be here soon. That's... This is a secret between us here, so don't tell anyone else. What are the four winds? Oh, my dear poet, you have my utmost gratitude for the aid you have provided us. The acting Grand Master sure is formal. Ich wusste, dass du einen Weg findest, Venti. What wonderful expressions you all have. I'll see you off here. May the winds bless your travels. Alles klar, wir fliegen jetzt einfach mal mit Dwalin einfach mal irgendwo hin. This is as far as I go. It would be cumbersome for me to proceed further. Please, exercise caution. Warte mal, schmeißt uns einfach runter? Ah ne, wir sind schon da. Okay. Oh shit, das ist ja richtig groß, oder? We're here. We finally made it. Ja, wobei. Täuscht vielleicht. Tone Deaf Bard sure knows when to pull out all the stops. Suddenly letting us ride over on a dragon? Paimon almost got blown away. That was my first time riding on a dragon's back. My heart won't stop pounding. Is everyone all right? Yes, I'm fine. Master Jean? Just who is that bard? Well, he's a legendary bard of exceptional musical talent who can use his lyre to call forth all manner of creatures. Whoa, even Master Jean is pretty quick on the spot. Eine wichtige Fähigkeit zur Führung von Untergebenen. What an impressive person. We must properly thank him when we return. Das Schlimme ist ja, wenn die Barbara mal richtig nachdenken würde, dann wird sie drauf kommen, dass das ja nur der Barbados sein kann. Alias Venti. Agreed. In any case, what are these islands? The weather is dreadful, the fog is thick, and visibility is low. Just like Lisa said. We should be extra careful. Traveler, Paimon,
What else does the letter say? Oh, Paimon remembers. It read, Wicked Girl of Flame, I am of the Dodo Clan as its overlord. In the name of Dodo King, you are not qualified to become Dodoko's new family. Es sei denn. Unless you bring Dodoko to the Golden Apple Archipelago, light the four beacons, and knock upon the Trialist Gate to accept your challenge. Four beacons? Does that mean he wants us to find something that emits light? Now that you mention it, doesn't it seem like it's a little less foggy here than the surrounding area? Looking carefully, that indeed appears to be the case. Could the clearing of the fog be related to this device? Alter, das ist nur ein Teleporter. Don't you think it looks familiar? Pretty similar to the portable waypoints we've used before. Crafting portable waypoints requires luminescent spines, so they can also function as a source of light. So if this device here seems like it can dissipate fog, maybe it's a similar kind of device. Ja, das denke ich auch. Light four beacons and knock upon the Trialist Gate. What will happen after we light up all four beacons? There's already one lit device here. It appears that we need to find the other three and light them up as well. Huh? What's that? Hey! Don't run off! Ugh! Come on, catch up to her! It looks like something's down there! Let's take a closer look. Darf ich jetzt mal? Naja, okay, sind doch eher kleinere Inseln, ne? Aber wo sind denn die jetzt eigentlich? Ruinen ins... Alter! Okay, das Gebiet ist schon größer, als es aussieht. Ja, okay, das sind aber eher so kleine Dinger, ne? Ist die Frage, wie groß die anderen Inseln sind. Ruineninsel. Puddinginsel. Oh, okay. Ne, warte, sind das nur Wolken? Ne, das sind, glaube ich, wirklich nur Wolken. Ja, das sind alles nur Wolken. Warte mal, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Achso, ja. Oh, noob. Da ist ein Schiff. Ist das eine Echo-Muschel? Echo-Schnecke. But the General's a good guy. He protects us. Hä? I've told you, it's too dangerous. Hey, where are you running off to? Okay. Das heißt deswegen Echo-Schnecke, weil die diese, weil die eine Geschichte erzählen. Not scared. Alter, was ist das da? A boat? Ja, nein, schau nach links, da ist was. Nein, es ist ein Panzer, klar, es ist ein Boot. It looks as if someone has been awaiting our arrival. Are we really supposed to sail in such terrible weather? I'm afraid that appears to be the intention. Everything about these islands is a mystery. Regardless of what lies ahead, please proceed with utmost caution. Ah, papalapap. Der Wellenreiter ist ein sehr mysteriöses Wasserfahrzeug, das mit Hilfe eines Wellenreiter-Rufpunkts zu einem Besitzer beschworen werden kann. Ah, okay. Wellenreiter kann durch Beschleunigung seine Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Jeder Wellenreiter ist mit zwei verschiedenen Waffen bewaffnet, Schnellfeuerkanone und Schwerekanone. Halte Spring gedrückt, um das Segel zu, um den Wellenreiter zu verlassen. Nachdem du den Wellenreiter verlassen hast, kannst du mit ihm wieder nähern, bla bla bla, okay. Hui. Der undurchdringliche Meeresnebel umhüllt das Goldapfelarchipel. Falls du beim Segeln kurz nicht drauf aufpasst, könntest du deinen Weg in den nächsten Sekunden schon verlieren. Flimmerbarken auf dem Meer könnte dir dabei helfen, dich zu orientieren. Wenn du in der Nähe einer Flimmerbarke segnest, werden Impulse auf der Minikarte erscheinen. Je näher du der Flimmerbarke kommst, desto stärker werden die Impulse. Diese Impulsen, bla bla bla, die Flimmerbarke blinkt ständig, sobald du deinen Wellenreiter zu ihnen segelst. Ich den Kurs so, ja, okay. Achso, das ist wie Rennen, die Energie geht dann runter.
Achso, ich muss mich in die Richtung sogar drehen. Oh, ich kann das ganz wegsprengen. Okay. Oh, und abgesoffen. Wie konnte ich abhauen? Leertaste. Ach cool, das macht dann sogar extra noch ein... Nein, was war das jetzt? Also manchmal macht das Spiel mich echt fertig mit diesem Fliegerei. Mit dieser Fliegerei, mit diesem... Ja. Beg for mercy. Man sollte hier jetzt schon alles einsammeln, wenn wir eh bloß so und so viel Zeit haben. Plus 230? Ach, das Schiff oder was? Ah! Ist bereits aktiviert. Finde und lass alle Barken aufleuchten. Ja, aber die sind doch alle schon. Hä? Ich nix verstehen. Oder soll ich bei der Insel alles aufleuchten lassen? Ich habe keine Ahnung. Ach ne, die Apparate. Ah, jetzt weiß ich, was mit Apparate gemeint ist, ich Depp. Nicht die Apparate. Ach komm, wir müssen alles mitnehmen. Na ja, komm her. Beg for mercy. Oh, goodness gracious. Alter, wieder mit seinem Stab zuhaut, der Sack. Fertig. So. Nee, da lang. Okay, da ist jetzt eine kleine Insel. Da wird jetzt nichts sein, oder? Doch. Ich war gerade ein bisschen wie so ein Testlauf für Inazuma, aber das sind ja auch alles Inseln normaler, wenn ich richtig verstanden habe. Nur halt große dann. Ja, wo kommen denn die alle eigentlich her? Ach, jetzt greift der Sack von da oben an. Komm mal runter, mein Freund. Bin mal gespannt, was sie mit den Inseln noch anfangen wollen. Oder ob die irgendwo dazu gehören. Achso, Echo-Schnecke. How time flies. In the blink of an eye, I've grown old. Oh, hello, darling. Come to grandma. Oh, goodness. Someone's growing up fast, aren't they? You're not. Oops. Now, what do you think this might be? It's a family heirloom. Grandma's ancestors brought it with them when they came here many years ago. Today, Grandma's giving it to you. Take it, and remember this nursery rhyme.
one river flowing down the middle. Ja, super, danke. Dann sind noch mehr. So, das einsammeln. Okay, das sind bloß die dämlichen Blumen. An der Stelle bedanke ich mich dann erstmal bei euch fürs Zuschauen. Die erste Folge war natürlich jetzt ein bisschen eher Gelaber vorstellen und dann ein bisschen noch zu der Insel. Deswegen ist ja auch ein bisschen... Warte mal. Gibt es da neue Sachen? Scheinbar nicht. Hä? Also die Palmen geben scheinbar kein neues Holz oder so. Habe ich jetzt eigentlich, eigentlich erwartet. Weil das sind ja... Das ist ja wieder das normale Holz, ne? Dürrsandholz, okay. Aber ist Dürrsandholz denn eigentlich aus Lüge? So, jetzt aber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Genshin Impact. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Und das mit dem Kasuha, irgendwie kommt der auch noch. Als nächstes Gebet dann. Macht's gut und Servus.